Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie ist für uns alle schon lange vorbei. Nur für uns Steuerberater noch nicht. Denn die letzten Schlussabrechnungen müssen noch erledigt werden. Dafür haben wir eine Fristverlängerung bis Ende September erreicht. Weitere Verfahrenserleichterungen wurden vereinbart. Wie ist hier der aktuelle Stand der Umsetzung? Dazu gleich mehr. Die gute Nachricht: Der Prüfprozess der Bewilligungsstellen wird vereinfacht und soll effizienter und schneller ablaufen. Das führt dann hoffentlich auch zu einer schnelleren Verbescheidung. Dies ist essentiell, um den Workflow in den Kanzleien zu verbessern und unseren Mandanten die dringend benötigte Rechtssicherheit zu geben. Dazu gibt es ein sogenanntes Beschleunigungskonzept. Dieses wird in einigen Bewilligungsstellen bereits angewandt. Was wird da jetzt eigentlich beschleunigt? Fälle, in denen es kaum Abweichungen zur Beantragung gibt, werden weitgehend automatisiert und ohne Rückfragen bearbeitet. Bewilligungsstellen, die danach verfahren, berichten schon jetzt von einer deutlichen Tempoerhöhung bei der Bearbeitung. Andere Bewilligungsstellen sind noch dabei, ihre Mitarbeiter in dem verstärkt risikoorientierten Prüfungsansatz zu schulen. Sie bearbeiten zunächst die komplizierteren Fälle und warten auf die technische Umsetzung der Schnellbescheidung. Ab Juli können Sie damit rechnen, dass unkritische Pakete schneller abgeschlossen werden. Dies lässt hoffen, dass die Prüf- und Bewilligungspraxis künftig flächendeckend deutlich zügiger abläuft. Zudem haben wir uns dafür eingesetzt, dass Paket 2 nicht erst bearbeitet werden kann, nachdem Paket 1 eingereicht wurde. Leider ist der Prozess so programmiert, dass eine parallele Einreichung mittelfristig nicht umsetzbar ist. Gemeinsam mit dem BMWK haben wir jetzt eine Möglichkeit erarbeitet, die dieses Ärgernis zwar nicht beseitigt, aber doch abmildert. Sie können mit der Umsetzung in den nächsten Wochen rechnen. Meine Damen und Herren, wir sind im ständigen Austausch mit dem BMWK und den Bewilligungsstellen. Ich versichere Ihnen, alle Beteiligten wollen, den Prozess gut und zügig zu Ende zu bringen. Wir wollen alle Corona endlich hinter uns lassen. Unsere Mandanten brauchen dringend Rechtssicherheit. Indem wir kontinuierlich an den Schlussabrechnungen arbeiten und sie nicht zu lange liegen lassen, tragen wir unseren Teil dazu bei. Aktuell sind die Einreichungszahlen viel zu niedrig. Darum möchte ich Sie noch einmal herzlich bitten, bringen Sie die Arbeiten unbedingt weiter voran. Nutzen Sie diese verlängerte Frist nicht bis zum letzten Tag. Eine weitere Verlängerung wird es nicht geben. Für Ihren Einsatz möchte ich Ihnen allen meinen herzlichen Dank aussprechen. Es ist unser gemeinsames Ziel, diese schwierige Zeit zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Vielen Dank.